Hallo Leute und herzlich willkommen bei FlyDaniel.de. Ich zeige euch heute mal, wie ihr dieses Auto, wo ihr im Bild schon sehen könnt, installieren könnt, das 16cc. Ist ein normaler Wagen, denke ich mal. Viele wollen ja auch normale Wagen haben. Und ich denke mal, ich zeige euch mal, wie man den einfügt und fertig macht. Ihr bekommt natürlich von mir den schon fertig gemacht, dass ihr dann den Nullwert weg habt. Ja. Kann es natürlich sein, dass manchmal der Nullwert dann bei euch nicht weg ist. Aber dazu habe ich ja ein Video gemacht, wie man den Nullwert wegmachen kann. Könnt ihr einfach das Video reinziehen und dann nochmal drüber gehen, ob ich es auch wirklich gemacht habe oder nicht. Auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, ich zeige euch noch kurz meinen Discord-Server. Ihr könnt liebend gerne hier unten euch mir alles fragen, was ihr wollt. Ich beantworte hier eigentlich immer alles. Zum Beispiel, hier könnt ihr auch Ressourcenvorschläge machen, was ich filmen soll. Oder hier ist eine kleine Anleitung sogar, wie man sonstiges wird. Ressourcenseiten, Free und Dings. Und hier könnt ihr natürlich auch mich buchen, kann man sagen. Und hier findet ihr haufenweise Sachen. Zum Beispiel, ich habe letztes Mal, das habe ich letztes Mal gemacht. Ja, das Menü habe ich schon reingezeigt. Und ja, sonstiges Zeug. Könnt ihr einfach durchgucken. Dead Screen und bla bla bla. Ist ja egal, könnt ihr selber angucken. Hier zum Beispiel Fahrschule plus auf Deutsch. Aber halb so wild. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht mehr groß rum, sondern let's go. So, hier angekommen. Hier angekommen, so auch vergessen es auch umzuschalten, werdet ihr ja diesen Ordner von Ordnung bekommen, beziehungsweise den hier entpackt ihr, dann habt ihr das, dann fügt ihr den einfach mal, es ist egal, ob ihr bei Zap-Hosting seid, dass das bei euch viele Ziller ist oder einen anderen FTP-Server oder ihr seid wie ich hier auf den Root-Server, Windows-Root-Server, es ist relativ egal, ihr macht alles gleich. Fügt ihr einfach ein. Ich habe hier ein bisschen sortiert. Ich füge ihn da ein bei alle Autos. Da ich habe ihn aber schon drin. Deswegen werde ich ihn jetzt nicht reinziehen. Ihr zieht ihn einfach rein. Und dann ist er auch schon drin. Dann ist es natürlich auch noch sehr wichtig. Vergesst ihn auch nicht in die Server-CFG einzutragen. Das sollte eigentlich jeder mittlerweile da eintragen. Mit Start. Zeige ich das eben kurz. Na. Da einfach eintragen, Start. Könnt ihr da eintragen oder die, wo TX-Admin haben, die müssen das in TX-Admin eintragen. CFG. Aber ich glaube, es ist sogar egal, ob man es da eintragt oder in TX-Admin. Je nachdem, was ihr habt, wisst ihr schon, wie ihr es eintragen müsst. Das denke ich, sollte jeder wissen mittlerweile. Ansonsten zeige ich euch, müsst ihr das eigentlich, das Auto eigentlich nur noch hier in diesen jeweiligen Shop reinmachen, wo ihr das wollt. Zum Beispiel die Kategorie erstellen. Ja, falsch. Da. Zum Beispiel die Kategorie erstellen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Volkswagen. Habe ich jetzt hier so eine Kategorie. Und dann natürlich das Auto einfügen. Wo habe ich den denn? Ja, bin wieder was falsch gegangen. Da Volkswagen CC. Das Modell ist. Der Modellname ist 16cc, wie ihr hier sehen könnt. Und das ist der Name, den könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Preis natürlich auch. Und halt da müsst ihr dann die Kategorie eintragen, was ihr da erstellt habt. Was ihr da erstellt habt bei Kategorien, müsst ihr halt eintragen dann. Und dann ist das Auto auch schon ready. Dann könnt ihr euren Server neu starten. Und dann ist das im Spiel. Mehr werde ich aber jetzt nicht zeigen, denn ich denke, das solltet ihr gecheckt haben. Dann sage ich viel Spaß mit dem Server, mit dem Auto und haut rein, meine lieben Freunde.